bleibt der Ball da, wo er ist. Los geht's, 8. Spieltag, Duell der Aufsteiger. Der MSV Duisburg gegen den SV Meppen, wie es heute zu erwarten ist. Auch wenn wir hier sehen, Meppen mit einem optischen Übergewicht. Aber jetzt auch mal der MSV Duisburg. Klasse Ball, die Chance vielleicht für Duisburg. Und dann doch zurückgepfiffen, da Vanessa Fürst. Klasse Ball, aber davor, ich bin mir da nicht sicher, ob sie ja wirklich straffrei abseits stand, aber wieder mal wäre auch Lauer Sieger zur Stelle gewesen. Guter Schuss. Chin. Klasse. Super, wie sie den rüberlegt. Jetzt könnte vielleicht was gehen. Zielinski. Ah, der ist super, der Ball. Tor ist leer und der Ball nur ans Außennetz. Das Netz zappelt das erste Mal. Blau und wenig rot in diesem Farbenspiel. Klasse, Pollack. Gut zurückgelegt. Und die Riesenchance. Und was für eine Parade. Mamutovic. Pollack nimmt den Schwung mit, den Kopf hoch. Und dann Andrade eigentlich auch in einer guten Position. Aber Hirata macht's. Duisburg der Fall ist. Man sieht aber Gefahr für das MSV-Tor. Mit dem nächsten guten Versuch. Mamutovic, war sie da noch dran? Bin mir nicht sicher. Oder hat sie nochmal zurückgezogen? Lissa Okochukwo ist ja von der zweiten Mannschaft FC Bayern vor der Saison gekommen. Und jetzt hier mit dem Anstoß in Rot der MSV jetzt von links nach rechts. Noch keine Tore. Trainiert in der zweiten Liga. Der Däne dann allerdings aus familiären Gründen in die Heimat zurück. Und dann haben eben die Schnecks übernommen. Und das sieht auch unter ihnen sehr, sehr gut aus. Halverkamps, klasse, nochmal rüber. Die Chance und es steht 1:0. Super Spielzug der Zebras und die Führung ist der verdiente Lohn. Nochmal, erst Fürst, super. Und dann Halverkamps nimmt nochmal den Kopf hoch und dann fulminant unter die Latte. Halverkamps, alle rechnen mit dem Schuss, aber sie findet Eli Hess und die macht ihr erstes Saisontor. Die Emsländerinnen schieben. Bayern stand jetzt auf Platz 6, was eine mittelgroße Sensation ist, für meine Begriffe. Moraitu mit Abu Sabah. Mit dem Lob kein Abseits. Anna Markgraf hätte gezählt. Den letzten Versuch, aber der rutscht gut durch, die Chance vielleicht. Klasse rausgekommen von Mamutovic. Szene noch nicht vorbei. Und dann doch geklärt, also auch das wird nichts. Guter Versuch aus der Distanz und auch da Schlag mal von Norin Grünewig. Aber das war die Szene für Sarah Abu Sabah. Hier lag es freilich nicht. So war es einfach das eine Tor, das hier heute am Sonntag alles entschieden hat. Denn die Partie ist vorbei. Der MSV Duisburg schlägt im Duell der Aufsteiger den SV Meppen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.